Bei unserem Projekt geht es darum, wir haben im Automatisierungstechniklabor hier am Standort Göpping einen Roboterarm stehen und haben mit verschiedenen Firmen zusammengearbeitet. Unter anderem haben wir hier eine IoT-Box bekommen. Über diese IoT-Box bekommen wir Daten aus dem Roboterarm und müssen den dann in ein weiteres System von dem Unternehmen schicken. Das Unternehmen heißt iFox, das dann diese Daten auswertet. Unsere Aufgabe war es, zwei Programme zu schreiben. Das erste, um die Daten aus dem Roboter zu bekommen. Und das zweite Programm, um dann diese Daten entsprechend zu verarbeiten und dann weiterzugeben an dieses iFox-System, damit dieses diese Daten auswerten kann. Die Programme sind soweit fertiggestellt, sie funktionieren und sind hier drüben auch auf den Monitoren mit drauf. Da haben wir einmal hier drüben das zweite Programm, was die Daten an das iFox-System schickt, mit dem Roboter im Automatisierungstechniklabor, der sich dann entsprechend hin und her bewegt als Demonstration. Hier haben wir die Seite vom iFox-System, wo die Daten dann entsprechend ausgewertet werden und in einem Kurvendiagramm dargestellt. Hier drüben haben wir das erste Programm. Dort erkennt man, wie die Daten aus dem Roboter rausgelesen werden und hier über einen MQTT Explorer dargestellt werden. Dort werden dann auch die Zustände des Roboters verändert und hier entsprechend aktualisiert dargestellt. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.